junger Mann und lässt sich aus oben raus. Er setzt seinen Löffel an. Ja, das war ein guter Schmaus. Doch bei seiner Digestion herrscht chinesische Revolution. Er ordert einen Tee und hockt sich aufs WC. Doch die Keramik ist schlecht, dem Chingis quetscht sie zurecht. Der Chingis hat sich aufgeregt, die ganze Schüssel zerlegt. Chingis haut wieder ab, denn langsam wird's echt knapp. Der Druck ist viel zu groß, er kackt sich in seine Hose. Chingis, Chingis ohne Toilet. Chingis, Chingis ohne Toilet. Hat jetzt seinen Laden und dort gibt's auch Brownie-Fladen. Da kam ein dicker Mann und wollte einige haben. Leider waren sie gerade leer. Chingis sagt, ich mach noch mehr. Ich muss nur noch einmal schnell in meine Produktionskabine. Warten Sie hier einen Moment, dann liegen Sie auf der Vitrine. Chingis ist jetzt sauer, ist zwar schnell verdauert, doch die Nachfrage ist groß und er hat zu wenig los. Geld verdienen mit seinem Hobby ist ihm dann doch zu stressig. Er mag's lieber lässig, denn er ist gemütlich. Darum schließt er sein Geschäft, auch wenn's gerade so gut läuft. Chingis, Chingis ist am Toilet. Chingis, Chingis ist am Toilet. Hat das Scheißen satt. Er ist jetzt auf Kackdiät. Seitdem fühlt er sich etwas platt, weil er sich nicht mehr entlädt. Er steht gerade am Pissoir. Der Tür ist hinter einer Tür. Es ist die alte Frau aus Kabine 4. Chingis kann sie nicht mehr halten, er muss sein Potenzial entfalten. Die Schüssel steht bereit, sie ist im Schiss geweiht. 2 Jahre aufgespart, da kackt man heute in der ganzen Stadt. Das Militär schlägt Alarm, dabei ist nur sein Darm. Chingis, Chingis ist on Toilet. 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 Chingis ist gerade auf dem Klo. Er ist in seinem Element. Kacken macht den Chingis froh. Das ist Chingis, wie man ihn kennt. Plötzlich merkt er irgendwas. Passt hier irgendwie nicht. Da ist was in seinem Darm. Mit viel zu viel Gewicht. Diesmal ist der Druck zu groß, er fliegt rasend los. Fängt an das Wetter zu versauen, der ganze Mond ist braun. Die Milchstraße ist jetzt nicht mehr so schön. Sie heißt die Chokostraße, doch den Menschen tut's nicht weh. Chingis, Chingis pupst die Welt an. Der Furzertrieb ist in Betrieb. Chingis, Chingis kackt die Welt an. Explosionen treiben ihn von Planet Chingis, zu Planet. Chingis scheißt die Welt an. Von unten schaut's aus wie ein Kackkomet, der von Planet zu Planet Chingis die Scheiße hinter sich zieht und sich weiter dreht, weil keiner drunter steht. Chingis scheißt die Welt an. Wie die Milka-Kuh, die ganze Chingis, Welt schaut zu. Chingis ist in Space.